Elke Schliedermann, geboren 1947 im Herzen Sachsens in Dresden. Aufgewachsen als Tochter einer Physiotherapeutin, stand ihr Berufswunsch immer schon fest. Na klar, Physiotherapeutin. Elke Schliedermann hatte das große Glück, zu DDR-Zeiten in einem der damals modernsten Ambulatorien einer großen Poliklinik in Dresden zu arbeiten. Ich war die Leiterin damals dieser Abteilung und ich habe gesagt, Leute, der Patient wird so lange behandelt, bis er seine Funktion wieder hat. Und das geht ja natürlich heute nicht mehr. Unten in diesem Haus war die Bäderabteilung, Unterwassermassage, Sauna, Bäderabteilung in diesem Sinne. Aber dass wir als Physiotherapeuten mal im ersten Stock sein durften, das war zu DDR-Zeiten außergewöhnlich. Das Gebäude gibt es noch. Aber die Poliklinik wurde mit der Wende sofort aufgelöst. Und wir haben gedacht, Wende, Kranke gibt es in Ost und West, wir haben einen krisensicheren Job. Pustekuchen, arbeitslos. Alle 25 Physiotherapeutinnen verloren von einem Tag auf den nächsten ihren Job. Elke Schliedermann und eine Kollegin wollen sich mit einer eigenen Praxis selbstständig machen. Wir hatten ja von nichts eine Ahnung. Wir hatten kein Konto, wir wussten nicht, was Steuern sind. Wir hatten keine Banken, es gab ja nur eine Sparkasse. Und man überrollte uns von Westdeutschland und wollte uns nun sagen, wie das losgeht. Wir haben Lehrgeld bezahlt, wir haben sehr viel mehr Kredite aufgenommen und Versicherungen bezahlt, die sicher heute gar nicht üblich sind. Das war damals so. Aber wir haben mit viel Engagement und Enthusiasmus gesagt, so, jetzt beginnt eine neue Zeit und haben uns in der Praxis aufgebaut. Es hat ein Jahr gedauert. Zeitgleich gründen die damals 45-Jährige und ihre Kollegen die Landesgruppe Sachsen und schließen sich dem Verband Physikalische Therapie an. Bis heute ist Elke Schliedermann die Landesvorsitzende. VPT entspricht eigentlich meiner Vorstellung von Physiotherapie. Verband Physikalische Therapie heißt eigentlich Physikalische Therapie im Ganzen. Aktivität, passive Behandlungsarten, alle Behandlungsarten, die es in der Physiotherapie gibt. Und da dieser Verband dieses Instrument in der Gesamtheit in sich birgt, auch in seinem Titel in sich birgt, habe ich mir zum Motto gemacht, in diesen Verband trete ich ein. Das entspricht voll meiner Mentalität. Die entscheidende Aufbauhilfe kommt damals von der Landesgruppe des VPT in Bayern. Diese kaufte das Haus, in dem Elke Schliedermann dann ihre Praxis eröffnete und richtete im Obergeschoss die Landesgeschäftsstelle ein. Wir kamen aus einer Zeit, da gab es ein grünes Buch, Sozialversicherungsausweis, das war die einzige Kasse und da stand alles drin. Herrlich, bis zur Rente. Und jetzt kam auf einmal auf uns zu, ja, 200 oder wie viele Kassen gibt es und an alle Kassen müssen wir das schreiben und mit allen Kassen müssen wir plötzlich verhandeln. Wir müssen ja auch noch dazu sagen, dass kurz nach der Wende wir alle kein Telefon hatten. Das war ja das größte Schwierigkeit. Das Problem mit dem Telefon hat sich dann doch schnell erledigt. Diese Sprossenwand stammt übrigens noch aus dem DDR-Ambulatorium. Und auch wenn der Anfang schwer war, die Arbeit in ihren eigenen sonnigen Räumen hat ihr einfach Spaß gemacht. Wir hatten Geräte, die es damals nicht gab, zum Beispiel das kleine Pferdchen, auf dem ich hier sitze. Schon das allein für die Kinder in der Kinderbehandlung war was völlig Neues. Die Gymnastikbälle, die grünen, blauen Kinderbälle, PC-Bälle, darauf üben zu können. Es war ja für uns undenkbar, gab es einfach nicht. Schöne Sache. Und in so hellen, schönen, neuen Räumen sich niederlassen zu dürfen und anzufangen, war schon wirklich was Besonderes. Und ich habe das sehr genossen. Ihre Entscheidung, sich selbstständig zu machen, hat sie nie bereut. Der Patient war glückselig, dass hier jemand für die Menschen da war. Wir waren hier nur zwei Praxen, jetzt sind wir 10 in unserem Umkreis. Es hat sich auch ganz schnell entwickelt. Und damals und auch bis vor 5 Jahren war ein Riesenangebot an Mitarbeitern. Es wurde unheimlich ausgebildet, manchmal viel zu viel. Und jetzt stehen viele Praxen vor der Situation, keine Mitarbeiter zu finden. Da die Bezahlung in den Praxen leider nicht so ist, wie man es eigentlich sich vorstellen möchte, denn eine Mitarbeiterin, die viele Qualifikationen hat und auch die teuer bezahlt hat, kann nicht von 8,50 € Mindestlohn leben.
Inzwischen ist Elke Schliedermann 67 Jahre alt. Vor einem Monat hat sie die Praxis an ihre junge Kollegin abgegeben. Extra für die Kamera arbeitet sie heute noch einmal mit einer Patientin. Aber meine Leidenschaft für diesen Beruf, die habe ich heute noch bis zum Ende, erlebe ich die und möchte die auch gerne, und das tue ich auch in vielen Fortbildungssachen oder Vorträgen, die ich halte oder als Landesvorsitzende meinen Kollegen weitergeben. Das ist wirklich einer der schönsten Berufe, die in meinen Augen, die es gibt.